Na, was geht ab, alles klar im BH? Willkommen zu Bloody Spell. In dem heutigen Video geht es darum, wo ihr die Inflatable Toys finden könnt. Also viel Spaß dabei. Toy Nummer 1 ist hinter der Treppe, lauft einfach geradeaus und rechts neben der Treppe habt ihr wie so einen kleinen Steg bzw. Weg. Geht einmal nach hinten und holt euch den Hammer, damit habt ihr schon das erste Toy. Toy Nummer 2 sind die Fäuste, dazu braucht ihr nur nach rechts zu laufen, den Weg entlang. Ihr könnt euch den Weg freikämpfen, ihr könnt natürlich auch dran vorbeirennen. Entweder ihr geht durch das Tor, haut erst den Typen weg oder ihr wartet noch und holt euch erst die Fäuste. Relativ easy. Toy Nummer 3 ist das Schwert und das Großschwert. Hierzu müsst ihr die Zeitlupe aktivieren, auf die Platten springen, an der Tante vorbeirennen oder ihr haut sie um, je nachdem wie ihr das wollt. Und straight an das Tor rein und danach müsst ihr eigentlich bloß noch balancieren und ihr habt beide Waffen. Auch wieder sehr easy. Und das Doppelschwert ist auch ganz easy, wenn ihr soweit alles erledigt habt, geht Richtung Ausgang, nehmt gleich die Kiste mit, von dort aus könnt ihr runter auf eine kleine Ebene und dort einfach die Klinge einsammeln. Dann müsstet ihr rechts unten ein Achievement bekommen, dass ihr alle Inflatable Toys habt. Ein kleines Problem ist, ihr kommt von dort nicht mehr hoch, ihr müsst euch ins Wasser fallen lassen, aber bei Bloody Spell zum Glück ist es ja kein Problem. Ihr spawnt dann einfach oben und könnt Richtung Faceless rennen. Ihr könnt natürlich euren Priest Examen, die Inflatable Toys als Random Drop bekommen, aber das würde ich jetzt nie intensiv formen, weil die Chance ist sehr gering, dass ihr die Waffen kriegt, die ihr braucht, geschweige denn, dass ihr überhaupt Inflatable Toys bekommt. Ich glaube, bei uns war das sogar im Stream, wo wir den Hammer bekommen hatten. Sicher bin ich mir jetzt nie, ob das im Stream war oder Offstream. Und dass es vor allem auch noch die letzte Waffe war, die gefehlt hat. Also Glück im Unglück, wenn man so nimmt. Und weil wir gerade bei Priest-Examen sind, ihr könnt dort auch gut die Mobs formen. Für die Achievements, zum Beispiel die Guards, Bats oder Geister. Und halt auch die ganzen anderen, wie jetzt Samra und sowas. Gut, Samra bin ich mir jetzt nicht sicher, aber alle anderen auf alle Fälle. Aber wenn es um das Farm geht von den Achievements, gerade hier wie Bats, Guards und so weiter, dazu kommen wir in einem späteren Video. Es gibt noch einen besseren Spot, den ich jedem wirklich nur ans Herz legen kann, gerade für Samra und so weiter und so fort, aber dazu später mehr. Ich hoffe, ihr seid gut reingerutscht ins neue Jahr. Ich danke fürs Zuschauen, wünsche euch einen entspannten Tag. Bis dahin, ciao, ciao.